willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es einen Style & Talk geben. Und zwar dachte ich, wir sprechen mal über das Thema, kann man sich bereit fühlen für die Geburt? Fühle ich mich bereit? Und ich würde sagen, ich mache mich dabei ein bisschen fertig. Wie meistens bei den Style & Talks werde ich jetzt nicht großartig auf die Produkte eingehen, sondern mich einfach fertig machen und euch dann alles in der Infobox verlinken. Aber ich beginne gleich mal direkt und ich muss die Frage ganz klar beantworten mit Ja und Nein. Toll, oder? Nein, aber jetzt mal ohne Mist. Also ich bin ja jemand, der sehr gerne mag, wenn man sich vorbereiten kann, wenn man Sachen kontrolliert, ja, wenn man Sachen kontrolliert, Punkt, wenn man Sachen planen kann. Und in dem Fall habe ich sehr schnell festgestellt, dass das nicht möglich ist. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, oh mein Gott, ich fühle mich total unvorbereitet. Es gibt definitiv Dinge, die ich für mich gefunden habe, die mir total geholfen haben, mich so auf dieses Ereignis vorzubereiten, wie ich das eben machen kann, ohne mich zu sehr selbst einzuschränken oder mir etwas vorzustellen, von dem ich gar nicht weiß, wie es ablaufen wird oder wie es denn tatsächlich sein wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben, die ich so die letzten Monate über gemacht habe oder über die ich nachgedacht habe oder ich habe mit verschiedensten Leuten auch darüber gesprochen. Und da waren so einige Erkenntnisse dabei, die mir total geholfen haben. Und ich dachte, dass ich das einfach heute mal mit euch bespreche. Also ganz klar geholfen hat mir definitiv der Geburtsvorbereitungskurs, den wir gemacht haben. Den konnten Pablo und ich zusammen machen. Das war auch vor Ort, was ich ganz toll fand. Aber der Situation geschuldet war das so ein sehr kurzer Crashkurs, der jetzt nicht ins Detail ging. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ich war trotzdem super dankbar dafür, dass wir das überhaupt irgendwie so umsetzen konnten. Und das hat uns trotzdem sehr, sehr, sehr doll geholfen. Ich war vorher so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich was bringt. Weil ich eben so ein Planungsmensch bin, habe ich so viel vorher schon gelesen und geschaut und das Gefühl gehabt, naja, eigentlich weiß ich ja schon alles. Hahaha. Nein, wusste ich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das total geholfen. Was ich aber auch ganz toll fand, wenn ihr einen Partner habt, wenn ihr den Partner vielleicht auch bei der Geburt dabei haben wollt, fand ich es total schön und hilfreich für die Partner. Also ich glaube, für Pablo war das ganz, ganz, ganz wichtig, dass er da halt auch richtig involviert wurde und ja, einfach ihm alles erklärt wurde. Er war da eben auch nicht alleine, da waren auch noch andere Papas und man sich da auch so ein bisschen austauschen konnte. Also das war wirklich sehr, sehr wertvoll. Ich habe übrigens darauf geachtet, ich habe nämlich schon von einigen meiner Bekannten gehört, dass so ein Geburtsvorbereitungskurs auch mal anfangen kann mit, ja, liebe Muttis to be, Geburt tut weh, wo ich nur gedacht habe, oh mein Gott, nicht jede Frau kann mit so einer Aussage umgehen, ne? Ob die jetzt ernst gemeint war oder nicht, sei dahingestellt, aber das fand ich schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen, ganz ehrlich. Und dementsprechend habe ich geschaut, okay, was könnte ich denn vielleicht machen, was irgendwie in eine Richtung geht, die mir entspricht, und ich habe eine Hebamme gefunden, die Hypnobirthing anbietet und die hat eben auch einen Geburtsvorbereitungskurs gehabt und ich fand, das hat irgendwie in Kombination einfach, hörte sich für mich gut an, so nach dem Motto, weil Hypnobirthing ist ja etwas, was die Frau bei der Geburt entspannen soll und dass sie runterkommt und eben in so einer Hypnose, also in so einem Zustand ist, wo sie einfach total entspannt ist und ruhig ist und vor allem eben nicht verkrampft. Und ich dachte, jemand, der sowas anbietet, da hatte ich das Gefühl, das könnte vielleicht auch jemand sein, der mich zwecks Geburtsvorbereitungskurs ja sehr beruhigen kann. Und das war auch der Fall. Für uns war das wirklich ein Glücksgriff, weil die Hebamme von Beginn an meinte, hier geht es jetzt nicht darum, dass ihr irgendwie rauskommt mit einem ganz bestimmten Plan, wie alles abläuft, sondern es geht darum, dass egal was passiert unter der Geburt, das in Ordnung ist, das richtig so für euch und euer Baby ist und dass ihr einfach lernt, ja, damit umzugehen. Und das fand ich so, so
wertvoll und hilfreich, dass sie den Kurs alleine damit angefangen hat, dass sie eben meinte, hier geht es nicht darum, dass ihr jetzt mit Stift und Zettel bewaffnet euch aufschreibt, okay, 1, 2, 3, 4, 5, was wird passieren, sondern dass sie eben meinte, man kann Geburt so im Groben erklären, aber dennoch ist es sehr, sehr individuell, je Frau, je Mama, und dass man sich eben loslösen muss von diesem Gedanken von ich wünsche es mir so oder ich hoffe, dass es so und so stattfinden wird, weil das kannst du einfach in den meisten Fällen nicht. Und das ist auch okay so. Was ich ganz, ganz toll fand, war, dass wir so verschiedene Traumreisen gemacht haben. Also das ging in die Richtung von einer Hypnose oder in eine Art Trancezustand, in der man ganz, ganz tiefenentspannt ist. Und sie meinte, dass das eben unter der Geburt sehr hilfreich sein kann, wenn man nicht so von der Umgebung abgelenkt ist und einen das total stresst und vielleicht auch verkrampft, sondern im Gegenteil, man einfach sich so in seinem Innersten befindet und so ruhig wie möglich ist. Wie gesagt, sie meinte, das ist bei jeder Frau ganz, ganz individuell, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, um zu schauen, ob einem das hilft, ob einem das entspannt. Und was ich an der Stelle auch ganz, ganz toll fand, war, dass sie meinte, man soll mit dem Baby arbeiten. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich hatte mich schon so viel belesen und ich weiß schon so viel und bin da gut vorbereitet, aber war ich überhaupt nicht. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass es wirklich die Geburt ist von mir und diesem Baby vollzogen. Also es ist nicht, ich muss dieses Kind gebären und das war's, sondern dieses Kind arbeitet so extrem mit, dreht da irgendwie Pirouetten und ist da so aktiv mit dabei bei dieser Geburt. Das war mir so einfach nicht bewusst. Und das fand ich irgendwie total kraftvoll, diesen Gedanken zu haben, du bist nicht alleine. Da ist jemand, der total aktiv dabei ist und dich unterstützt und wir beide schaffen das zusammen. Und das fand ich so schön. Und was ich auch super, super schön fand, sie meinte, es gibt verschiedene Phasen der Geburt und in der letzten Austreibungsphase kommen viele Mamas so an einen Punkt, wo sie sagen, du weißt du was, wir lassen das. Wir machen das wieder rückgängig und ich gehe einfach nach Hause und wir tun so, als wäre nie was gewesen in dieser Austreibungsphase. Und meine Hebamme hatte das dann auch so beschrieben, mit so einem Berg, den man erklimmen will und dann auf den letzten Zügen das aber so steil wird, dass man ja wie so zurückrollt und dass es halt wichtig ist, dass man aber nochmal mit Anlauf nochmal über den Berg drüber geht und dass es dann wirklich nur noch eigentlich diese letzte Spitze ist, aber es kommt einem vor, als könnte man das nicht überwinden. Und sie meinte, was dann vielen hilft, ist, dass man sich einen Moment, eine Situation vorstellt, mit dem Baby. Und das war eben während dieser Traumreise und wir lagen da eben alle auf so Matten mit Decken und Kissen und haben uns das quasi alles so vorgestellt und dann meinte sie, ja, und jetzt stellt euch mal irgendwie so eine Situation vor mit dem Kind. Und das war so krass. Ich habe sofort angefangen zu weinen. Mir kamen so die Tränen. Ich habe mir vorgestellt, wie die kleine Maus schon ein bisschen älter ist und auf mich zugelaufen kommt. Also sie konnte schon laufen und ich weiß nicht, das war einfach so ein Gefühl, was ich noch nie gespürt habe, so eine Liebe, obwohl das Kind ja noch gar nicht da ist, die ich einfach so, so, so extrem gespürt habe und dachte, wow, wenn man sich in diesem Moment, ich meine, man hat eben dann auch eventuell vielleicht nicht so die Gedanken, man dachte mal, was sollte ich jetzt nochmal machen, aber wenn man sich daran erinnert, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das richtig gut funktionieren kann. So diese letzte Kraft, dieses Kind ist bald in meinen Armen und wird vielleicht irgendwann auf mich zulaufen, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Oder viele haben sich einfach ein paar Sekunden später vorgestellt, wie das Kind dann quasi auf die Brust gelegt wird und so dieses erste Fühlen und Riechen und Sehen. Und das hat sie auch total überwältigt. Das hat man auch im Kurs total gemerkt. Und das fand ich einen richtig schönen Ansatz. Also ihr merkt, ich war sehr begeistert von diesem Kurs und ich muss auch sagen, eine Hebamme zu haben, war für mich extrem beruhigend. Das war für mich erstmal wirklich so voll nervenaufreibend, weil ich keine Beleghebamme gefunden habe, aber irgendwie gespürt habe, dass das ist, was ich brauche, weil ich eben jemand bin,
der dieses Vertraute mag und so dieses, ich kann es zu einem gewissen Punkt irgendwie planen und dass ich eben jemanden während der Schwangerschaft, unter der Geburt dabei habe, den ich schon kenne, dem ich vertraue, der weiß, wie ich bin, wie ich ticke, was ich mag und was ich nicht mag, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und ja, also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, so schnell wie möglich, also wirklich jetzt ohne Mist, es kommt natürlich auch darauf an, wann ihr das Kind bekommt, aber sobald ihr das wisst und auch wisst, ihr wollt gerne eine Beleghebamme, dass ihr euch da informiert und einfach alle abtelefoniert, am besten auch telefoniert und nicht Mails schreibt und dann lange wartet, weil das hat bei mir nicht so viel gebracht, also ich habe dann wirklich alle abtelefoniert und die waren halt gefühlt alle im Urlaub. Und es war so schlimm für mich und naja, letztendlich habe ich dann aber eben noch eine Beleghebamme bekommen und war darüber super, super froh und muss auch sagen, dass das mich einfach sehr beruhigt hat, dass da jemand ist, der genau eben weiß, wie ich funktioniere. Also letztens meinte sie auch so, naja, ich glaube, das wird so und so sein oder ich glaube, du bist der Typ für das und das. Und das stimmte halt total, obwohl mich diese Person ja noch gar nicht so lange kennt. Also das fand ich sehr beruhigend, dass sie da einfach total gespürt hat, wie ich ticke und was ich benötige. Und das hat mir einfach so ein bisschen Ruhe gegeben. Zur Nachsorge habe ich dann auch jemanden, allerdings jemand anderen, weil auch die Hebamme dann im Urlaub ist nach der Geburt. Allerdings ist die Nachsorge-Hebamme total toll. Wir sind voll auf einer Wellenlänge und die hat mir auch ganz viele Tipps gegeben, die ich euch gleich auch geben werde. Deswegen ist das gar nicht schlimm und freue ich mich da auch auf die Zeit mit ihr. Was sie nämlich zum Beispiel meinte, ist, dass man sehr gerne schon mal das Krankenhaus abfahren kann. Je nachdem, wo ihr seid, also wenn ihr im Krankenhaus natürlich auch entbinden solltet, aber auch zum Beispiel das Geburtshaus könnte man abfahren. Aber dass man dann ungefähr weiß, wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt, je nachdem, wie weit es entfernt ist, mit Verkehr und ohne Verkehr. Das ist halt super wichtig auch zu wissen. Ich spreche jetzt von Leuten wie mir und ne, irgendwie, was mich gut vorbereitet hat. Aber mir hat es total geholfen zu wissen, wo ist der Parkplatz? Brauche ich dafür Bargeld? Wie viel? Ist dieser Parkplatz immer geöffnet? Ist es immer der gleiche, die gleiche Tür, wo ich durch muss? Oder ist es vielleicht irgendwann verschlossen? Sollten wir nachts irgendwie ankommen und so weiter? Ne? Also da quasi vorbereitet zu sein oder dass der Partner vorbereitet ist, fand ich sehr, sehr hilfreich. Weil das Schlimmste, was ich mir vorstelle, ist, dass man dann am Tag dessen da völlig fertig ankommt und dann irgendwas vielleicht nicht ist, wie man sich's vorgestellt hat, dann da irgendwie was zu ist oder das Geld nicht reicht oder irgendwas nicht gefunden wird und deswegen fand ich das ganz hilfreich. Und auch eine Sache, die die Nachsorgehebamme empfohlen hatte, war tatsächlich mich mal mit dem Thema Hypnose auseinanderzusetzen und einer Atmung, die mir unter der Geburt hilft, das Ganze ja, besser zu veratmen und mich einfach auf mich zu fokussieren und auf das Baby und dieses Drumherum nicht so zu bemerken, weil das eben etwas ist, wo ich schon das Gefühl hatte, das könnte mich sehr ablenken und sehr stressen und im Umkehrschluss mich sehr verkrampfen und verspannen. Und das ist natürlich das Letzte, was ich benötige. Und deswegen meinte sie, soll ich mich doch da mal informieren. Da gibt es eben verschiedenste Sachen. Und heute Morgen habe ich dann angefangen, dass ich das erste Mal so eine ja, Übungshypnose gemacht habe, die man dann so ähnlich unter der Geburt auch quasi durchführen würde. Und danach habe ich dann auch noch eine Atemübung gemacht, um eben das auch so ein bisschen zu üben, wie man da am besten atmet und was dem Körper da gut tun könnte, dass ich da einfach möglichst vorbereitet bin, wenn dann dieses Gefühl kommt, dass ich weiß, okay, ich probiere jetzt mal das oder das aus und gucke, was mir einfach besser, was sich besser anfühlt für mich. Ich will da jetzt noch nichts Spezielles zu sagen, weil ich natürlich nicht weiß, ob ich das mache und letztendlich sage, du pass auf, ich habe in dem Moment alles vergessen und es ist alles anders gekommen als gedacht. Deswegen will ich mir das jetzt noch offen lassen, aber sollte das für mich dann funktionieren, erzähle ich euch das sehr, sehr, sehr gerne nach der Geburt und teile mit euch, inwiefern mir das wie geholfen hat. Ich kann aber so viel sagen, ich war früher in der Schule, hatten wir auch immer solche Traumreisen und Hypnosen und so weiter, da war ich immer die Einzige, die nicht
eingeschlafen ist, die sich überhaupt nicht entspannen konnte und nicht runtergefahren ist und alleine während dieses Geburtsvorbereitungskurses und auch jetzt eben bei dieser Hypnose, die ich jetzt gerade mache, bin ich tiefenentspannt. Also bin ich wirklich viel entspannter als noch vor der Hypnose. Im Kurs bin ich sogar eingeschlafen. Das hat mich sogar ein bisschen geärgert, weil ich gesagt habe, Mann, ich muss doch hier jede Information aufnehmen. Das ist so ein Crashkurs. Aber ich bin tatsächlich eingeschlafen, weil mich das so entspannt hat. Und das hat mir nochmal so eine Sicherheit gegeben, dass das doch ein richtiger Ansatz sein könnte für mich, in der Situation einfach so runterzufahren und diesen Stresspegel, den man dann vielleicht sehr einfach auch erreichen kann, wieder runterzufahren und so entspannt wie möglich zu sein. Weil ich meine, das wird euch jeder sagen, das A und O ist, dass man unter einer Geburt so entspannt wie möglich ist. Es ist natürlich, wie gesagt, sehr individuell, aber nicht nur entspannt, sondern auch okay ist mit der Situation, mit dem Gefühl, was kommt, mit dieser Kraft, aber auch mit sämtlichen Situationen umzugehen weiß. Also man weiß ja nie, ob dann alles so natürlich funktioniert, wie man sich das vielleicht erhofft hat, aber dass man auch damit okay ist und dann nicht sagt, oh mein Gott, ich habe mir eine natürliche Geburt vorgestellt und jetzt kommt es zu einem Kaiserschnitt und das geht für mich gar nicht und jetzt stresse ich mich total und verkrampfe und so weiter. Sondern dass man auch dann in der Situation sagt, okay, ich komme damit klar, das ist für mich okay, das ist vor allem für das Baby der richtige Weg und das ist jetzt der richtige Ansatz für uns und das versuche ich mir gerade immer wieder so zu sagen. Und in dem Sinne fand ich auch total lustig, dass meine Beleghebamme meinte, den Satz fand ich gut, manage your expectations, weil sie schon mitbekommen hat, was ich so für ein Typ bin. Und dann meinte ich auch, ja, und was ist mit Geburtsplan und das und dies und da, 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 da. Und dann meinte sie, puh, sie ist nicht der größte Fan von so riesenlangen, dicken Geburtsplänen, weil sie gesagt hat, oft ist es so, dass das der Mama vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt helfen kann, aber irgendwann einen auch total überwältigt und einschränkt, weil man natürlich oft den Fall hat, dass es nicht so läuft, wie man sich's gedacht hat und man dann noch viel mehr verkrampft, weil man sich denkt, oh Mann, ich wollte es doch aber gerne so und so haben und jetzt kam das anders und was ist mit meinem schönen Plan, wisst ihr, was ich meine? Und da meinte sie, versuch da einfach offen auch für dich zu sein, also dich nicht selber einzuschränken. Natürlich kannst du generell mit der Hebamme oder auch dem Krankenhaus absprechen, was für ein Typ du bist und was dir wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist. Aber zu sehr zu sagen, also das auf jeden Fall, das auf keinen Fall, das kann dich auch selber total einschränken, weil sie eben meinte, du, jede Geburt ist anders. Was ist, wenn du unter der Geburt plötzlich spürst, oh, ich würde gerne doch das haben oder nee, das will ich doch nicht. Und dann schränkst du dich aber selber so ein mit diesem Plan, den du dir auch in deinem Kopf so festgelegt hast. Also da auch so ein bisschen offen zu sein und zu sagen, ja, überleg dir auf jeden Fall, was so Sachen sind, die dir wichtig sind, aber versuch das nicht so krampfhaft festzuhalten oder wenn es anders kommt, das dann irgendwie negativ zu sehen. Ich denke, und das habe ich irgendwie die ganze Schwangerschaft mir auch immer wieder gesagt, das hat mir sehr geholfen, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und genauso, wie es kommen soll, ist das dann eben der richtige Weg in dem Moment und dein Weg oder euer Weg. Allein in diesen ersten 12 Wochen ist man ja schon sehr, sehr aufgeregt, also in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft und ist sich dann noch nicht sicher und hat irgendwie Ängste und so weiter. Aber mir hat es total geholfen zu sagen, egal was passiert, es wird so kommen, wie es kommen soll. Also es bringt mir nichts, mir da Gedanken zu machen, was ist da, sondern es kommt eben so, wie es kommen soll. Ich kann das nicht kontrollieren und das hat mich irgendwie total befreit. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Und eine große Sache, die in Vorbereitung auf die Geburt mich auch sehr befreit hat und mir das Gefühl gegeben hat von ich bin bereiter und ich löse mich von Stress, den ich haben könnte, ist, dass ich tatsächlich vorgearbeitet habe, beziehungsweise jetzt gerade noch am Vorbereiten bin und gesagt habe, ich möchte mir auch wirklich eine Art Mutterschutz geben. Ich bin selbstständig und als Selbstständige ist es natürlich
oft der Fall, dass man sich das selber legen kann, legen muss und das oft dann ein bisschen schwierig ist zu sagen, ja, frei, wie mache ich denn das jetzt und wie funktioniert das, während ich weg bin und kann ich das überhaupt mir erlauben und wie soll das alles funktionieren? Und da war ich am Anfang echt ein bisschen panisch und habe dann aber einen ganz guten Plan für mich gefunden und bin jetzt eben gerade dabei, viele Videos vorzudrehen, vorzuarbeiten, dass dann ich einfach auch ein bisschen entlastet bin und nicht das Gefühl habe für mich selber, oh Mist, jetzt kommt nichts. Ich weiß natürlich, dass die meisten von euch da super unterstützend sind und niemals sagen würden, oh, jetzt kam aber schon länger kein Video mehr. Aber ich dachte mir, insofern ich mich bereit fühle und Zeit habe zum Vorarbeiten, warum nicht? Es kommen dann einfach eben so viele Videos, wie ich dann geschafft habe, vorzudrehen. Und dann mal gucken, wie lange die Pause ist. Ich will mir da eben keinen Druck machen. Das hatte ich auch in dem letzten Weekly-Vlog euch so gesagt, dass ich meinte, keine Ahnung, was danach kommt, wie das alles aussehen wird, weiß ich nicht. Ich will mir halt keinen Druck machen und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt dann und dann das und das erledigt haben oder dann muss wieder ein Video kommen. Das war jetzt schon viel zu lange her oder so, sondern im Gegenteil das Gefühl zu haben, ich habe das gemacht, was ich machen konnte und jetzt fokussiere ich mich auf mich und auf das Kind und auf unsere Familie und der Rest kommt dann, wann er eben kommen kann und wann ich mich dazu bereit fühle. Und ja, damit fühle ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe mich total gefreut, vorzuarbeiten, die Videos zu planen und umzusetzen für euch, das zu drehen und zu schneiden. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch darüber freut, dass es dann auch mit den Videos weitergeht und ihr da zumindest einmal die Woche bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall ein paar Videos habt, die ihr schauen könnt und der Kanal quasi ja dann erstmal eine kleine Babypause vielleicht geht, vielleicht auch nicht, mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie es mir geht, wie ich mich fühle, aber ich möchte das unabhängig davon machen, wie ich mir das in meinem Kopf zurecht geplant habe, bevor dieses Lebewesen überhaupt da ist. Weil ich weiß, dass der Fokus dann auf jeden Fall auf diesem Kind sein wird und das ist auch genau richtig und wichtig und ich will diese erste Zeit nutzen, um sich richtig kennenzulernen und da zu sein und nicht mit dem Kopf zu denken, ich müsste mal wieder das oder das machen, wie viel Zeit habe ich noch? Und das ist ja alles sowieso total subjektiv in meinem Fall, weil das ja ein Druck ist, den ich mir selber mache und deswegen will ich mich davon loslösen und sagen, hey, wozu der Druck? Du machst das genau so, wie es sich für dich richtig anfühlt und dann ist das auch richtig. Und ich denke, dass das auch die meisten von euch so verstehen werden oder genauso machen würden oder genauso gemacht haben. Was noch so die letzte Sache ist, ich hätte mich so über so ein Babymoon gefreut. Wir wollten so gerne irgendwie nochmal weg, zu zweit einfach Zeit genießen. Und durch diese Situation war das aber irgendwie alles für uns sehr... Irgendwie hat sich nicht richtig angefühlt und jetzt hat sich ja doch zum Sommer hin noch mal viel getan und darüber waren wir so, so froh und haben uns dann entschieden, dass wir doch noch mal einen kleinen Babymoon machen und zwar an der Ostsee, also innerhalb von Deutschland, dass wir ein paar Tage für uns haben, zu zweit noch mal genießen, Energie tanken, dass wir uns so ein bisschen loslösen von dem Arbeitsalltag, Arbeitsstress und ich auch wirklich diesen Mutterschutz als Mutterschutz sehen kann. Pablo auch nochmal diese Zeit hat für sich auch, ne? Also es wird ja für ihn auch eine sehr, sehr aufregende Zeit werden und darüber freuen wir uns so, so sehr. Wir waren schon so lange nicht mehr weg und waren auch noch nie dort. Und dementsprechend, ja, freuen wir uns einfach sehr darauf, entspannt einfach ein paar Tage zu verbringen. Ich werde nicht großartig viel machen können, weil ich körperlich natürlich doch schon ziemlich eingeschränkt bin, aber einfach so ein bisschen zu entspannen, gut zu essen und die Zeit zu zweit zu genießen. Ich glaube, das ist auch nochmal ja, kraftschenkend und dementsprechend glaube ich, dass ich mich so gut es geht auf die Geburt vorbereitet habe, aber
so richtig kann man sich einfach nicht vorbereiten. Aber ich möchte okay sein mit allem, was kommt und zu nichts grundsätzlich Nein sagen oder ich will es auf jeden Fall so oder auf jeden Fall so nicht, sondern einfach so ein bisschen go with the flow, zu schauen, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Und das war's zu dem Video. Ich bin unglaublich aufgeregt und freue mich einfach so sehr. Heute Morgen bei dieser Hypnose habe ich mir dann auch vorgestellt, wie ich vom Krankenhaus nach Hause komme mit Pablo und dem Baby und meine Eltern da sind und könnte ich schon wieder anfangen zu heulen. Das war einfach sehr, sehr emotional, dieser Moment oder diese Vorstellung und ja, ich kann es kaum erwarten. Also meine Lieben, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Folgt mir unbedingt auf Instagram, denn da ist es für mich viel einfacher, ab und zu mal ein Update zu geben und von mir hören zu lassen. Also wenn euch da interessiert, was gerade so der Stand ist und so weiter, schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.